Grüß Gott und herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung der Realschule des Maristenkollegs in Mindelheim. Mein Name ist Maria Schmölz und ich habe die Ehre, unsere Realschule, die zurzeit von 550 Schülerinnen und Schülern in 20 Klassen besucht wird, zu leiten. Mein Name ist Nicole Hofmann, ich bin die Konrektorin unserer Realschule. Und falls es zu Tonproblemen kommen sollten, werden wir im Anschluss an den Film die Fragen von Ihnen auch schriftlich beantworten. Es ist auch schon die erste Frage eingegangen, nämlich ob die Präsentation aufgezeichnet wird und verfügbar ist. Ja, das wird sie. Sie können dann heute später abends auf der Homepage und ab morgen auf jeden Fall dann die gesamte Sendung mit dem Film und mit der Fragerunde anschauen. Wir Sie ja hier begrüßen, am Maristenkolleg in Mindelheim. Aber wegen der Pandemie ist uns dies leider nicht möglich. Wir befinden uns hier im Musiksaal 1, einem der drei gut ausgestatteten Musikräume hier im Haus, wo die Musik gepflegt wird. Möchten wir Ihnen, sehr geehrte Eltern und euch, liebe Kinder, die Realschule des Maristenkollegs vorstellen. Und da beginnen wir am besten mit unserem Schulhaus. Dafür habe ich mir kompetente Unterstützung geholt. Vom Herrn Professor Dr. Dr. Neunmark-Klug. Er lebt schon seit 96 Jahren hier in der Schule, die die Maristen damals gegründet haben. Professor Dr. Dr. Neumann-Klug, wo stecken Sie? Ja, wer ruft mich denn jetzt da, mitten in meinem Mittagsschlaf? Ach, ja, du bist es, Nicole. Grüß dich. Ja, schön, dass du mich gefunden hast. Unser Schulhaus ist ja so groß. Und ich, Professor Dr. Dr. Neumann-Klug, bin ja schon so lange da. Und ich kenne mich gut aus hier. Damit ihr euch auch im September schnell in diesem großen Haus zurechtfindet, zeigen wir euch in den ersten Klassleitertagen alles ganz genau. In den zwei großen Pausenhallen und in den Pausenhöfen, da kann man sich erholen und stärken. Die Cafeteria, ein Bäckerverkauf, ein neuer Wasserspender und auch Getränkeautomaten bieten eine große Auswahl. Zum Mittagessen kann man sich in der Mensa ein Menü aussuchen. Ja, das große Schulhaus beherbergt aber auch noch andere Schulen. Nicht nur unsere Realschule, auch das Gymnasium und die offene Ganztagesschule, die OGTS, wie das heute halt so modern alles abgekürzt wird. Diese befindet sich im Obergeschoss. Deswegen heißt sie auch OGTS. Ja, Kinder, ich darf natürlich an dem Treppengeländer runterrutschen. Denn meine Beine sind so kurz, ich kann die großen Stufen überhaupt nicht bewältigen. Aber ihr habt ja schon große Beine, ihr könnt über die Treppen laufen und dürft natürlich nicht an dem Geländer herunterrutschen. Mit dem Gymnasium teilen wir uns alle Räume und Klassenzimmer, auch die vielen Fachräume, wie zum Beispiel Physik, Chemie, Biologie, Informationstechnologie, Musik und Kunst. Die werden von beiden Schulen gemeinsam genutzt und sind sehr gut ausgestattet. Ab September kommt in einem eigenen Trakt sogar noch eine neue Grundschule mit Reformpädagogik und dem Ganztakt-Plus-Modell dazu. In unseren Werkräumen und in der Schulküche werden viel praktisches Können und nützliche Fertigkeiten vermittelt. In jedem Klassenzimmer haben wir natürlich einen Beamer, eine Dokumentenkamera, eine CO2-Ampel und auch einen Luftfilter. Euer Klassleiter wird euch erklären, was diese Fremdwörter alles bedeuten. Jede Lehrkraft kann mit ihrem Laptop
oder mit dem iPad unterrichten. So ist der Unterricht natürlich viel interessanter als in meinen Zeiten. Jede Schülerin und jeder Schüler hat ein eigenes iPad. Diese hervorragende technische Ausstattung ermöglicht uns einen modernen Tablet-unterstützten Unterricht. Aber nicht nur unser Schulhaus bietet tolle Möglichkeiten, sondern auch die 5 großen Turnhallen und das riesige Außensportgelände laden alle zum Bewegen ein. Das Freibad und der Bergwald gleich nebenan unter der Burg bieten auch uns viel Abwechslung. So, und nun zeige ich Ihnen das Beste dieser Schule, nämlich mein Theater. Hier wohne ich. Also, lieber Don Quixote, ich habe jetzt so viel durch das Schulhaus geführt. Jetzt musst du mal aus diesem Bett aussteigen und mich hinliegen lassen. Ich bin ja immerhin schon weit über 100 Jahre alt. Und ich glaube, jetzt habe ich eine kleine Pause verdient. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon wieder an die Schulleitung. Wir am Maristenkolleg haben eine staatlich anerkannte Realschule. Die Realschule in Bayern, das ist ein ganz beliebtes Schulmodell. Ja, geradezu ein Erfolgsmodell. Wo liegen die besonderen Stärken der Realschule? Zunächst einmal werden die Kinder nach der Grundschule ganz behutsam an die weiterführende Schule herangeführt. Sie werden zum eigenständigen und nachhaltigen Lernen angeleitet. Und wir haben in der 5. und 6. Jahrgangsstufe praktisch eine Grundstufe, in der vor allem Deutsch, Mathematik und Englisch gelehrt wird. Man kann dies auch als Orientierungsstufe bezeichnen. Es wird eine stabile Grundlage für den weiteren Schulerfolg gelegt. Die weiteren Fächer, die in der 5. und 6. Klasse unterrichtet werden, wie Geografie, Biologie, Geschichte und so weiter, dienen der Allgemeinbildung. Die Allgemeinbildung wird an der Realschule ausgeprägt gefördert. Daneben aber auch die Kreativität und die musischen Begabungen unserer Kinder. Teamfähigkeit und soziales Lernen sind heutzutage sehr wichtig. An der Realschule werden die Kinder bereits in der 5. Klasse mit der Informationstechnologie vertraut gemacht. Dieses Fach wird einstündig unterrichtet. Nach der 6. Klasse können sich die Kinder entscheiden, welchen Zweig sie in der Realschule bis zur Abschlussprüfung wählen möchten. Hier gibt es den Zweig 1 für die naturwissenschaftlich Begeisterten. Zweig 2 für diejenigen, die neugierig sind auf die Zusammenhänge der Wirtschaft und der Finanzen. Zweig 3 mit Französisch für die sprachlich Begabten und Zweig 3b mit Werken für die kreativen und handwerklich geschickten jungen Leute. Das große Plus der Realschule ist im Lehrplan Plus. Diesen können Sie auch im Internet auf den Seiten des Kultusministeriums nachlesen und einsehen, niedergelegt. Dieses Lehrplanwerk ist absolut lebenswirklichkeitsnah. Alle Fächer, die darin vorkommen, sind miteinander verbunden und es wird immer darauf geachtet, dass alles, was gelernt wird, alltagskompetenztauglich ist. Als kleines Beispiel dafür wird zum Beispiel bei uns am Maristenkolleg im Fach Physik eine E-Tankstelle von Schülern persönlich gebaut. Daneben sind wir aber auch eine Schule in kirchlicher Trägerschaft, eine private Schule. Und was das ist, das kann Ihnen am besten mein Chef erklären. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Infoabend an einer der Schulwerkschulen. Sie werden sich fragen, wer spricht denn jetzt zu uns? Ich kann Ihnen sagen, ich bin der Vertreter des Trägers, des Schulträgers dieser Schule. Was heißt denn Schulträger? Träger kommt von tragen. Und so sehen wir uns als Schulträger. Wir tragen unsere Schulen dorthin. Wir helfen ihnen, wir unterstützen sie.
sodass sie das tun können, was uns als Träger am wichtigsten ist, nämlich das Kind und die Jugendlichen in den Blick zu nehmen und ihnen auf ihrem Lebensweg, auf ihrem Bildungsweg die besten Bedingungen zu bieten. Dazu sind wir da. Wir sind zuständig für alle Lehrkräfte, wir sind zuständig für die Schulgebäude, wir sind zuständig für die Infrastruktur. All das, was Schule organisatorisch ausmacht. Das tun wir gerne und wir freuen uns, dass Sie sich für diese Schule interessieren und können Sie nur beglückwünschen und hoffen, dass Sie sich für diese Schule entscheiden. Denn eins ist sicher, wir als Träger werden alles dafür tun, dass Ihr Kind, dass Sie als Eltern wirklich allerbeste Bedingungen vorfinden können und das in einem christlich-katholischen Umfeld. Sie können sich darauf verlassen. Wir agieren werteorientiert, wir agieren so, wie es einem Kind, einem Jugendlichen aus christlicher Sicht angemessen sein muss. Das ist unser Anliegen und das versprechen wir Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine gute Wahl und einen guten Verlauf dieses heutigen Abends. Ja, nun fragt sich vielleicht manches Kind oder Sie, sehr geehrte Eltern, fragen sich, wie kommt mein Kind an diese Realschule? Dazu ist etwas ganz, ganz wichtig, nämlich das Übertrittszeugnis aus der Grundschule für die vierte Klasse, das heuer am 2. Mai ausgegeben wird. Ist die Durchschnittsnote in diesem Übertrittszeugnis 2,66 oder besser, dann führt der Weg direkt an die Realschule. Ist der Durchschnitt 3,0 oder darüber, dann gibt es einen Probeunterricht. Was du an unserer Realschule noch erleben kannst, erfährst du jetzt. Das Schulleben, die Pflege der Aquarien, welche wir auch hier sehen, ist ein sehr beliebter Wahlkurs. Schüler helfen mit und bereichern so unser Schulleben. Auch die anderen Wahlkurse wie Film AG, Video und Schnitt, 3D-Druck, Robotik, Arduino, Konstruktion von 3D-Objekten, die Orchester, die Chöre, die Schulband, Schach, Marionettenspiel, Puppen, Theater, schwarzes Theater, der Fotokurs, der Kochkurs und natürlich auch alle Sportangebote wie Basketball, Fußball, Handball und Klettern tragen zu einem bunten Schulleben bei. Die SMV, unsere Schülermitverantwortung, setzt sich für alle Belange der Schüler ein. Sie organisieren Veranstaltungen mit, wie zum Beispiel letztes Jahr den Unterstufenfasching, und helfen, wo immer es nötig ist. Wenn eine zusätzliche Betreuung gewünscht wird am Nachmittag, ist dies in der OGTS, unserer offenen Ganztagsschule, möglich. Hier gibt es geregelte Arbeitsstrukturen, Hilfe bei den Hausaufgaben und gezielte Vorbereitung für die Abschlussprüfungen. Es können flexibel 2 bis 4 Nachmittage gebucht werden und die Kinder gehen gemeinsam zum Mittagessen und haben danach einen rhythmisierten Nachmittag, wo sich Kreativ-, Lern- und Sportphasen abwechseln. Spätestens um 17 Uhr endet dann die Betreuungszeit. Für unsere Fünftklässler lassen wir uns immer besonders viel einfallen. Also die erste Woche bei uns an der Amaristenkolleg steht im Zeichen des Ankommens, Wohlfühlens und Kennenlernen. Die erste Woche ist relativ entspannt. Ihr habt die ganze Woche nur euren Klassenleiter. Ihr habt keinen stundenplanmäßigen Unterricht und lernt euren Klassenleiter erstmal kennen und eure Klasse natürlich auch kennen, zum Beispiel durch Kennenlernspiele. Viele von euch werden bestimmt auch noch nie so weit Bus gefahren sein, deswegen macht euch da keine Sorgen, wir machen euch fit fürs Busfahren mit unserem Busfahrtraining. Außerdem lernt ihr auch in der ersten Woche eure Tutoren kennen. Die Mädels und Jungs aus der 9. Klasse stehen in den Startlöchern und freuen sich auf euch und wollen mit euch eine Schulhausrallye machen, damit ihr das Schulhaus kennenlernt, und machen mit euch auch nochmal Spiele. Die Tutoren, die sind auch mit im Schullandheim in Wertach dabei. Das ist das Highlight in der 5. Klasse. Und ihr seid da 3 Tage im Allgäuhaus in Wertach und wir gehen wandern. Wir machen viele Outdoor-Aktivitäten, Spiele und nochmal ganz viele Kennenlernspiele.
Die Tutoren, die begleiten euch das ganze Schuljahr in der 5. Klasse und ihr habt zum Beispiel einen Adventsspiele-Nachmittag, ihr habt einen Unterstufen-Faschingsball und wir freuen uns auf euch. Manche von euch sind vielleicht besonders neugierig oder technikbegeistert. Für die gibt es die Technikklasse. Die gibt es an keiner anderen Schule. Die Schülerinnen und Schüler in unseren Technikklassen in der 5. und 6. Jahrgangsstufe und die Teilnehmer an unserem Wahlfach lernen das Programmieren zuerst mit unseren Lego-Robotern, mit den Mindstorms EV3. Dabei wird auf einer grafischen Oberfläche programmiert und das ist alles relativ spielerisch und einfach noch. Und dann später geht es weiter an den Arduino. Der Arduino ist dann schon eine richtige Programmiersprache, basiert auf der Programmiersprache C++. Und fordert dann natürlich schon ein bisschen mehr ein. Und auf dem Weg ist bei uns der Einstieg in die Robotik. Wir nehmen auch regelmäßig am Wettbewerb, relativ erfolgreich die letzten Jahre, teil, wo immer wieder spannende Aufgaben zu lösen sind. Und das begleitet uns auch durch das ganze Schuljahr hindurch. Bei unserem offenen Ganztag in rhythmisierter Form wechseln sich Fächer wie Mathe und Englisch mit unseren Zusatzfächern 3D-Druck, Robotik und Werken ab. Die Schüler haben an zwei Tagen der Woche bis 16 Uhr Unterricht, wobei die Hausaufgaben während der expliziten Übungszeiten bereits erledigt werden. Gerade während der langen Tage ist auch ein bisschen Freizeit natürlich notwendig. Direkt nach dem Mittagessen haben die Schüler die Option, entweder zum Sport zu gehen, Spiele zu spielen oder auch zu lesen und sich ein bisschen zurückzuziehen. Der Klassenleiter hat sehr viele Stunden in seiner Klasse, beispielsweise einen Morgenkreis montags in der ersten Stunde. Das Programm der Technikklasse erstreckt sich über die 5. und 6. Jahrgangsstufe und ist danach dann auch beendet. Wenn der Kopf raucht und die Hände schwitzen vom Lernen und Bauen und Forschen, dann braucht ihr einen Ausgleich. Sport. Die Gesundheit für den Körper ist wichtig, aber die Seele darf auch nicht zu kurz kommen. Wir Maristen haben vor 95 Jahren hier das Maristenkolleg gegründet. Seitdem sind wir hier und haben ganz nagelneu hier dieses Jugendhaus eröffnet, letztes Kalenderjahr, und planen mit Schulklassen hier Projekttage zu veranstalten. Klassen kommen rüber, können einen ganzen Vormittag, einen halben Vormittag hier an einem Thema arbeiten, ungestört vom Zeitrhythmus der Schule. Wir haben zwei Mitarbeiter, eine Vollzeit-, eine Teilzeitkraft, die mit den Schülern, mit Jugendlichen hier arbeiten werden, schulpädagogisch, aber auch schulpädagogisch. Und nachmittags und auch ein, zwei Abende werden sie da sein und dieses Haus offen halten für Jugendgruppen und andere Angebote, die für Jugendliche und für unsere Schüler passend zugeschnitten sein werden. Die Angebote der Schulpastoral begleiten uns eigentlich vom Anfang bis zum Ende, gell? Ja, stimmt. Das Ganze fängt ja eigentlich immer in der 5. mit dem Anfangsgottesdienst an, wo wir dann auch gesegnet werden. Und dann geht's direkt weiter mit dem Super Schulandheim in Wertach. Stimmt. Und das Ganze endet dann in der 10. mit der Absolvierfeier, wo sich alle einbringen. Und genau. Ja, über die Jahre gibt es unsere coolen Frühschichten. Frühschichten heißt bei uns in den Zeiten vor Ostern und Weihnachten ein bisschen früher aufstehen, wenn man will.
Und dann kann man gemeinsam Gottesdienst feiern und im Anschluss mit all seinen Kumpels und so in unserer Schulmensa gemeinsam frühstücken. Und das Ganze ist kostenlos, sogar für die Eltern. Aber was für mich persönlich immer gut ist, ist die Schülerbeichte oder allgemein zu wissen, dass immer jemand da ist, mit dem man sprechen kann. Absolut richtig. Aber die Krönung von jedem Schuljahr ist natürlich unser Champagnerfest. Ja. Unser Schulfest benannt nach dem Maristenordensgründer Marcelin Champagner. Und an dem großen Tag, an dem großen Fest, da kommt die ganze Schulfamilie zusammen und jede Klasse, jede AG, whatever, tun zu ihrem Thema, zu ihrem Beitrag irgendwas auf die Beine stellen und das dann allen präsentieren. Da haben die Eltern mal die Möglichkeit zu sehen, was ihre Kinder so den ganzen Tag treiben. Genau. Als Schulseelsorgebeauftragter, aber auch als Lehrer, ist es für mich besonders wichtig, dass wir die Kinder dort abholen, wo sie sind. Und das bedeutet für mich als Pastoralbeauftragter, dass wir sie in ihrer Glaubenswelt abholen, in ihrer ganz persönlichen Glaubenswelt, und als Lehrer, dass wir sie an ihrem individuellen Leistungsstandort abholen und sie von dort aus begleiten auf ihrem Weg zur mittleren Reife, aber auch dabei zu verantwortungsbewussten und gefestigten Persönlichkeiten zu werden. Die Werte, die wir hier am Maristenkolleg vermitteln, werden von uns auch im Alltag gelebt. Und das macht das Maristenkolleg so wertvoll. Das schulpastorale Leben am Maristenkolleg lebt mit den Schulgottesdiensten am Anfang des Schuljahres und am Ende des Schuljahres, aber auch darüber hinaus mit den Gesprächen unterm Jahr durch die Schüler und mit den Schülern. Ein weiterer Punkt unserer Schulpastoral sind die Frühschichten in der Advents- und Fastenzeit, die wir jeden Freitag früh gestalten durch Schüler, mit Klassen und durch Lehrer. Oft gibt euch euer Rallye-Lehrer ein gutes Buch mit auf den Weg. Damit du mit allen deinen Büchern etwas anfangen kannst, helfen wir dir. In der 5. Klasse haben die Klassen alle eine Bücherkiste im Klassenzimmer stehen. Mit so 30, 40 Büchern, die stehen das ganze Jahr dort. Die Schüler, das heißt ihr, wenn ihr kommt, könnt einfach reinlangen, wenn mal eine Freistunde sein sollte oder eine Zwischenstunde mit ein bisschen Pause nach einer Schulaufgabe oder wenn ihr ganz einfach Lust habt, ein bisschen zu gruseln. Die Bücher in den Kisten gibt es alle natürlich hier wieder in der Bücherei auch, sodass ihr sie ausleihen könnt. Lesen ist eine der Grundkompetenzen des modernen Menschen. Wir an der Realschule des Maristenkollegs betreiben eine intensive Leseförderung. In allen Deutschklassen werden Ganzschriften gelesen. Und wir haben heuer am Maristenkolleg wieder den Vorlesewettbewerb durchgeführt. Mit einer sehr, sehr erfolgreichen und charmanten Siegerin. Im Deutschunterricht der 5. und 6. Klassen wurden Märchen-Labbooks erstellt. Wir haben Märchen die Kinder selber verfassen lassen. Und wir haben in den 6. Klassen Buchvorstellungen erlebt, die aber nicht nur einfach vorgestellt worden sind, sondern dazu haben die Schüler und Schülerinnen zu Hause Lesekisten erstellt. Und dann das Buch zusammen mit der Leselandschaft ihren Mitschülern vorgestellt. Viele Eltern würden nun sicher gerne wissen, ob ihnen andere Eltern bestätigen können, dass die Realschule am Maristenkolleg auch hält, was sie verspricht. Die Realschule des Maristenkollegs ist in der glücklichen Situation, ein gut gemischtes Elternbeiratsteam zu besitzen. Jedes einzelne Mitglied bringt seine individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit ein. Unser größtes Interesse und Bemühen ist es, Bindeglied und Ansprechpartner bei Wünschen, Anregungen, Fragen oder Problemen zwischen Eltern, Schüler und Schule zu sein. Wir stehen für die Interessen der Schüler und Eltern. Durch die gute Zusammenarbeit mit der Schule, mit den Lehrern und der Schulleitungen ist es möglich, Veränderungen gemeinsam zu bewirken. Sie können sich gerne bei uns telefonisch, persönlich oder per E-Mail oder über die Website des Maristenkollegs an uns wenden, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Seit einem Jahr sind wir Mitglied beim Landeselternverband Bayerischer Realschulen. Über diese Mitgliedschaft haben die Eltern der Realschüler des Maristenkollegs die Möglichkeit, über die Website des LEV über Neuigkeiten rund um verschiedene Themen, die die Bayerischen Realschulen betreffen, sich zu informieren. Sehr gern fördern und unterstützen wir Aktivitäten rund um die Schule.
Sofern Schulevents wieder mal möglich sind, können wir gern einen Kuchenverkauf organisieren. Aus den Erlösen unterstützen wir Anschaffungen für die Schule oder geben einen finanziellen Zuschuss zu verschiedenen Projekten bei. Wir freuen uns, Sie persönlich beim Champagnerfest begrüßen zu dürfen, denn der persönliche Kontakt ist das Schönste und durch nichts zu ersetzen. Nun sind wir am Ende unseres Rundgangs durch die Realschule des Maristenkollegs angelangt. Wenn Sie mehr über unsere Realschule erfahren wollen, fordern Sie doch die Infomappe an, schreiben Sie eine E-Mail, rufen Sie uns an, wir melden uns bei Ihnen. Eins möchte ich noch betonen. Unsere Schule soll nicht nur ein Lernort sein, sondern ein Lebensort. Das Kind steht im Mittelpunkt. An unserer Realschule legen wir ganz besonderen Wert darauf, dass mit Kopf, Herz und Hand gelernt wird. Das Lernen hat Sinn für die Gegenwart und die Zukunft. Alltagskompetenz ist wichtig. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Nach dem erfolgreichen Realschulabschluss kann die Ausbildung folgen und der Beruf oder das Studium und der Beruf. Mit der Realschule ist alles möglich. Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, wenn im Film Personen ohne Masken zu sehen waren, so liegt es daran, dass sie entweder allein im Raum waren und die Masken abnehmen konnten oder die Bilder bzw. Filme aus der Zeit vor Corona stammen. Und nun, sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, möchten wir gerne alle Ihre Fragen beantworten. Es sind schon einige in den Chat geschrieben worden und Sie dürfen weiterhin Fragen schreiben. Wir haben bis ca. 19.30 Uhr Zeit. Wir dürfen diese Live-Sendung auch noch ein bisschen überziehen. Und wir werden versuchen, Ihnen alle Ihre Fragen heute in dieser Live-Sendung zu beantworten. Sollten danach in den nächsten Tagen noch Fragen auftauchen, so dürfen Sie sich gerne an uns wenden. Rufen Sie in der Schule an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir antworten Ihnen gerne. So, da ist schon die erste Frage. Wird in der Technikklasse auch IT unterrichtet, also Informationstechnologie? Ja, auf jeden Fall. Alle unsere fünften Klassen haben eine Stunde IT in der Woche. Und für diesen Unterricht sind die Klassen später dann auch geteilt, sodass wir immer eine halbe Klasse ab der sechsten in IT unterrichten. Und das ist natürlich auch in der Technikklasse im Stundenplan drin, wie bei den anderen fünften Klassen auch. Wir beginnen da mit einfachen Aufbau, was ist Informatik, dieses EFA-Prinzip und auch schon mit einfachen Programmieren. Bei uns jetzt in der fünften mit dem Lego Boost lernen die Kinder schon objektorientiertes Programmieren und sehen dann den Erfolg, wenn der Roboter rumfährt. Ja, dann kommt die nächste Frage. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen an Ihrer Schule? Also, wir waren bis vor 4 Jahren eine reine Jungenrealschule. Vor 4 Jahren haben wir uns für Mädchen geöffnet. Wir sind koedukativ und wir haben die Mädchen sehr, sehr herzlich begrüßt, aufgenommen. Wir sind noch nicht ganz beim Verhältnis 1:1 angekommen. Also circa 20% sind Mädchen und 80% sind Jungs. Aber ich denke, die Tendenz wird steigen, dass wir immer mehr Mädchen an die Realschule des Maristenkollegs bekommen. Ja, dann wird gefragt, haben die Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse auch Hauswirtschaft? Und wenn ja, wie viele Stunden? Ja, also das Fach Hauswirtschaft gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt Ernährung und Gesundheit. Und das ist ganz wichtig, denn die Gesundheitserziehung gehört in die Schulen. Wir haben in der 7. Jahrgangsstufe der Realschule das Fach Ernährung und Gesundheit zweistündig als Vorrückungsfach, aber nur in der 7. Jahrgangsstufe.
wenn davor oder danach noch Kochen gelernt werden soll, dann gibt es den Wahlkurs Kochen. Dann wird Werken und Gestalten wie in der Grundschule unterrichtet? Ja, wir haben eine ganz, ganz große Werkenabteilung. Von der 5. bis zur 6. Klasse bekommt jedes Kind bei uns Werkunterricht. Wenn Sie die Technikklasse wählen, dann wird ein Drittel der Technikstunden Werkunterricht sein in der Kleinstgruppe. Wenn Sie die Regelklasse wählen, also vom Stundenmaß her wie alle anderen Realschulen auch, dann wird bei uns Kunst und Werken im Wechsel unterrichtet in der 5. und 6. Jahrgangsstufe. Danach gibt es für die 7. Klassen Werken im Zweig 1, 2 und 3a. Und diejenigen, die den Zweig 3b wählen mit Werken, das ist ein Schulaufgabenfach und ein Abschlussprüfungsfach, die haben dann intensives Werken, dreistündig pro Woche, und zwar bis zur Abschlussprüfung. Dann um welche Uhrzeit startet der Unterricht? Beantworte ich schnell. Wir starten um 7.55 Uhr und haben dann zwischen der 3. und 4. Stunde eine große Pause. Und um 12.45 Uhr ist dann die 6. Stunde zu Ende. Ja, dann lese ich die nächste Frage vor. Die wird dann Frau Hofmann beantworten. Sie ist hier viel kompetenter als ich. Sind denn auf dem iPad alle Schulbücher darauf? Die meisten Schulbücher sind auf dem iPad als E-Book verfügbar. Das haben wir jetzt so. Und die Ersparnis ist eben dann das Schleppen der Schulbücher. Sie können zu Hause gelassen werden und das iPad geht geladen, aufgeladen, immer mit in die Schule und wieder mit nach Hause. Dann schauen wir zur nächsten Frage. Wie ist es mit der Busverbindung? Wo bekommt man hierzu Informationen, fragen Eltern. Ja, die Grundschulkinder sind ja den Schulbus gewöhnt. Wir an der weiterführenden Schule sind an den ÖPNV angebunden, das heißt an das ganz normale öffentliche Verkehrsnetz. Wenn der Wohnort näher als 3 Kilometer an der Schule liegt, dann sollte das Kind mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Roller in die Schule kommen. Ab 3 Kilometern wird dann die Schülerbeförderung aktiv. Sie können entweder mit dem Bus oder mit dem Zug in die Schule kommen. Und das wird alles vom Landratsamt aus geregelt. Und wenn Sie den Fahrplan einsehen möchten, dann schauen Sie ins Internet. Dort haben wir den VVM, den Verkehrsverbund. Und da können Sie dann auf jeden Fall von Ihrem Wohnort bis zum Maristenkolleg alle Abfahrtszeiten einsehen. Die Bushaltestelle ist direkt vor unserem Schulhaus an der Kaufbeurer Straße in Mindelheim. Ja, dann wird gefragt, ist ein Wechsel nach der 5. Klasse von der Technikklasse zur Regelklasse möglich? Eigentlich nicht, denn das ist nicht sinnvoll. Das Konzept der Technikklasse ist auf 2 Jahre ausgelegt. Und wir möchten in diesen 2 Jahren, 5. und 6. Klasse, möchten wir die Kinder auch nicht trennen. Am Anfang des Schuljahres der 5. Klasse wird ein intensives Kennenlernprogramm gemacht. Das haben Sie im Film gerade gesehen. Und wenn die Klasse dann zusammengewachsen ist, dann soll sie auch zusammenbleiben bis zum Ende der 6. Klasse. Dann kommt die Zweigwahl und dann werden die Klassen sowieso neu aufgeteilt. Also bitte möglichst nicht wechseln von der 5. in der 6. von der Technikklasse in die Regelklasse. Es ist auch nicht sinnvoll, weil in der Technikklasse ein Konzept herrscht, das aufeinander aufbaut. Die Kinder werden an die Übungszeiten herangeführt, brauchen sie dann auch in der 6. Klasse weiter. Und das Technikprogramm wird dann in der 6. Klasse ein anderes. Es gibt Abwechslung und es gibt eben einen organischen Aufbau von den Inhalten der 5. Klasse auf die 6. Klasse. Und das sollte man den Kindern nicht nehmen.
Haben die Klassen ein eigenes Klassenzimmer, wird gefragt. Ja, wir am Maristenkolleg, wir sind beim Klassenzimmerprinzip geblieben. Das heißt, die Klasse bekommt am Anfang des Schuljahres ihren Raum und die Klassenleiterin und der Klassenleiter zusammen mit der Klasse können diesen Raum gestalten. Mit Bildern, mit Pflanzen. In ganz großen Räumen haben wir sogar auf Sofa stehen oder in der Weihnachtszeit dann auch einen Christbaum. Also da ist die Klasse zu Hause. Die Schülerinnen und Schüler kommen in der Früh an und dürfen ihr Klassenzimmer sofort betreten, können sich gemütlich machen, können sich einrichten, können ihre Schulsachen herrichten und müssen nicht irgendwo auf dem Gang warten. Und das wollen wir auch so beibehalten. Jede Klasse soll in ihrem Klassenzimmer zu Hause sein. Wir Lehrkräfte wechseln die Zimmer. Wir gehen, wenn wir das Fach und die Klasse wechseln, zur Klasse ins Klassenzimmer. Und ich glaube, Sie haben im Film gesehen, diese Klassenzimmer sind sehr gut beleuchtet und sehr gut ausgestattet mit Beamer, mit Dokumentenkamera, mit allen technischen Möglichkeiten. Und sie sollen auch heimelig sein. Und dazu kann jede Schülerin und jeder Schüler etwas beitragen, etwas von zu Hause mitbringen, sodass es sich in diesem Klassenraum auch wohlfühlt. Das ist wichtig. So, dann wollen Sie wissen, mit welchen Programmen wir und die Schüler auf den iPads arbeiten. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass jeder Schüler und Schülerin bei uns das Office 365 bekommt. Mit Aufnahme zur Schule. Und somit haben wir Outlook, Teams, PowerPoint, alles zur Verfügung. Das ist alles auf dem iPad. Wir haben auch noch ein Portal drauf, in dem bestimmte Apps noch runtergeladen werden können, dann von den Schülerinnen und Schülern. Und Sie können nicht irgendwas installieren, das geht nicht, sondern nur das, was voreingestellt ist und freigegeben ist vom Schulwerk oder von uns, dann gewünscht wird, dass Sie sich runterladen, was dann als App mit auf Ihrem normalen Desktop vorne erscheint. Ja, jetzt kommt eine Gretchenfrage. Ich habe eigentlich gehofft, dass die nicht gestellt wird. Besteht eine begrenzte Aufnahmezahl von Kindern in der Technikklasse? Also, dazu darf ich sagen, wir sind jetzt 4 Jahre Technikklassen erfahren. Und im ersten Schuljahr haben wir gesagt, eine Klasse war Technikklasse, die anderen Klassen werden Regelklassen. Und die Anmeldezahlen haben uns überschwemmt und wir durften 2 Technikklassen bilden. Ich habe Antrag gestellt beim Schulwerk und das Schulwerk hat uns die 2. Technikklasse genehmigt. Und wir müssen jetzt die Anmeldezahlen abwarten. Bis jetzt haben wir noch kein Kind, das die Technikklasse wünschte, abweisen müssen. Ich hoffe, dass wir es auch heuer wieder hinkriegen. Es gibt natürlich auch organisatorische Vorgaben. Es gibt bestimmte Mindestzahlen, die für eine Technikklasse erreicht werden müssen. All das haben wir im Auge. Aber bis jetzt haben wir es 4 Jahre geschafft, dass wir kein Kind, das in die Technikklasse wollte, abweisen mussten. Ja, wird in der Technikklasse in Kunst nur Kunst unterrichtet oder wie in den anderen Klassen auch abwechselnd mit Werken? Ja, bei der Technikklasse, da haben wir eine eigene Kunststunde und in der Regelklasse, da haben wir das im Wechsel mit Werken. Das ist organisatorisch so einfacher zu gestalten. Kann man die Sportsachen in der Schule aufbewahren? Ja. Ja, kann man. Wir haben hinten eine Garderobe in jedem Klassenzimmer, da kann man den Sportbeutel hinhängen. Er sollte halt nach einer Woche, maximal 2 Wochen, mal wieder mit nach Hause genommen werden. Das tut dem Klassenklima ganz gut, wenn da wieder mal durchgewaschen wird. Aber es muss nicht immer mitgenommen werden. Und es gibt an unserer Schule auch Schließfächer.
Diese Schließfächer, die kann man buchen übers Internet und die sind nicht sehr teuer, die kosten 1-2 Euro im Monat und dann hat jedes Kind auch noch ein Schließfach, aber auch in den Klassenzimmern können Sachen gelassen werden, weil nach dem Unterricht das Klassenzimmer zugesperrt wird. Wie hoch ist das Schulgeld, wird gefragt. Ja, wie sagt der Schwabe so schön, was nichts kostet, ist einem nicht so viel wert. Als private Schule muss das Schulwerk der Diözese Augsburg ein Schulgeld verlangen, damit die Finanzierung der Schulen sichergestellt ist. Wir in Mindelheim haben eine sehr komfortable Situation, weil Stadt und Landkreis sehr gut bezuschussen. Und deswegen ist unser Schulgeld verhältnismäßig niedrig. Sie sehen es auf der Folie, die eingeblendet ist. Man zahlt für ein Schuljahr 139 Euro und damit ist eigentlich alles abgegolten. Der Jahresbericht, das Kopiergeld und so weiter. Und dann gibt es bei diesem Schulgeld 139 Euro im Jahr, also das kann man dann auf 11 Monate noch verteilen, kommt noch eine soziale Komponente des Schulwerks dazu. Das zweite Kind an einer Schulwerksschule bezahlt nur die Hälfte und das dritte Kind ist ganz frei. Und das ist jetzt egal, an welcher Schulwerksschule es ist, wenn Sie ein Kind bei uns Gymnasium haben und das andere Kind bei uns an der Realschule, dann ist das älteste Kind der Vollzahler und das jüngere Kind zahlt die Hälfte und das dritte Kind ist dann komplett frei. Die Technikklasse bedeutet mehr Aufwand und hat deswegen auch ein höheres monatliches Betreuungs- und Essensgeld durch die Eltern zu bezahlen. Und zwar, wenn man die Technikklasse hat immer 2 Nachmittage bis 16 Uhr komplett versorgt mit Mittagessen, mit Übungszeiten, mit Betreuung, alles drum und dran. Und wenn man dieses Konzept wählt, dann sind pro Monat auch 11-mal im Jahr 105 Euro pro Kind fällig. Und wenn man die OGTS bucht, dann kosten 2 Nachmittage 100 Euro, da ist überall das Essen mit dabei, 3 Nachmittage 128 Euro oder 4 Nachmittage 155 Euro. Und wer die Technikklasse gewählt hat und noch zusätzliche Nachmittage buchen will, der kann sie zubuchen und das ist dann etwas günstiger. Wer einen Nachmittag zubucht zur Technikklasse dazu, der bezahlt 33 Euro. Und wer 2 Nachmittage bucht, der bezahlt 65 Euro. Tja, dann die nächste Frage. Kann man ein Instrument weiter erlernen? Wir haben es Ihnen im Film gezeigt. Wir haben sehr viele Instrumente bei uns im Haus. Mit Streichern sind wir sehr gut ausgestattet. Da ist die Geige dann auch zum Leihen oder das Cello und so weiter. Wir haben Gitarren, es gibt einen Gitarrenunterricht. Wir hoffen, dass wir auch wieder einen Klavierunterricht anbieten können und die Querflöte. Und dann gibt es auch zusammen mit dem Gymnasium eine Bläsergruppe, auch ein Wahlfach, eine Big Band. Und da wird man dann am Instrument auch weiter ausgebildet. Wie funktioniert die Kommunikation mit den Eltern? Wir haben die Möglichkeit des Elternportals. Da hat jedes Elternpaar, das Zugang wünscht, kann den beantragen. Dort kann man dann die Schulaufgabentermine einsehen. Man kann den Klassenlehrer, die Klassenlehrerin, Fachlehrerinnen kontaktieren, den Elternsprechtag buchen, man bekommt die Rundschreiben geschickt oder Kurznachrichten. Auch Sprechstunden lassen sich darüber komfortabel buchen. Oder früh die Krankmeldungen funktionieren auch über das Elternportal. Also es ist eine sehr komfortable Plattform, die wir jetzt seit diesem Jahr am Laufen haben.
Oder natürlich über Outlook, also E-Mail. Jeder Kollege, jede Kollegin hat eine E-Mail-Adresse, die bekannt ist an den Eltern. Da kann auch direkt Kontakt aufgenommen werden. Mit den Kindern hauptsächlich über Teams, also Lehrer und Schülerinnen kann über Teams kommuniziert werden. Ja, und wir möchten die Eltern auch gerne im Schulhaus sehen. Wenn die Pandemie vorbei ist, wird der Elternkontakt wieder noch intensiver werden. Wir sind jetzt ständig erreichbar, wie gesagt, übers Telefon und über die E-Mails. Wir halten aber auch Präsenzsprechstunden ab, auch jetzt während dieser Zeit. Natürlich mit Vorsicht, mit Abstand, mit Maske. Das ist ganz klar. Und wir laden Sie dann ein zu Elternabenden, zu Klassenelternabenden, um die anderen Eltern in der Klasse kennenzulernen, die Lehrkräfte kennenzulernen. Wir haben anlassbezogene Elternabende zur Zweigwahl oder zur Abschlussprüfung oder zur Berufswahl. Und das wollen wir so weitermachen. Wir laden die Eltern auch ein zu Schulfesten. Und wir haben innerhalb der Schulpastoral eine gute Kommunikation mit den Eltern, dass wir zum Beispiel auch die Eltern zur Frühschicht einladen. Eine besondere Gottesdienstform in der Fastenzeit und in der Adventszeit. Danach gemeinsam frühstücken. Und ansonsten sind wir für unsere Eltern immer erreichbar. Gut, jetzt wird noch gefragt beim Schulgeld von den 139 Euro im Jahr, ob die Kosten für das iPad schon dabei sind. Das iPad selber ja, das ist da dabei. Was nicht dabei ist, ist der Stift und die Hülle. Die sollten Sie dann noch anschaffen für Ihr Kind. Das ist doch dann was Persönliches oder vielleicht so eine Klapptastatur. Aber dafür gibt es dann auch noch Hilfestellung von unserer Seite oder es gibt einen Webshop auf der Seite des Schulwerks, wo es für Bildungseinrichtungen etwas vergünstigt ist. Auch die Haftpflicht sollte geklärt werden. Zu Hause ist das iPad damit versichert. Das liegt auf der Seite der Eltern. Oder auch über diesen Webshop kann man auch sich informieren, was dort für eine Versicherung zu bezahlen wäre. Ja, ich denke, die nächste Frage ist eine für mich als Deutschlehrerin. Wird für Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung etwas angeboten? Werden die Kinder hier unterstützt? Kinder mit Lese-Rechtschreibstörung, die schon in der Grundschule diagnostiziert wurde, die kommen mit dieser Diagnose, mit dem Nachteilsausgleich zu uns an die Schule und es wird von der ersten Stunde an berücksichtigt. Diese Kinder werden dann dem Schulpsychologen vorgestellt und er wird dann diese Diagnostik nochmal überprüfen und genehmigen. Und dann bekommt das Kind eben Notenschutz und Nachteilsausgleich. Darüber hinaus haben wir an unserer Schule ein LRS-Tandem. Das sind zwei Kolleginnen mit den Fächern Deutsch und Englisch, die sich beständig weiterbilden und die in den Fachschaften das Wissen weitergeben. Was muss man bei Kindern im Unterricht und bei der Korrektur und bei der Notengebung, die eine LRS-Störung haben, beachten? Und es gibt bei uns an der Schule einen LRS-Kurs. Das heißt, Kinder mit dieser Schwächestörung werden extra eine Stunde pro Woche unterrichtet, das ist für die Eltern kostenlos. Wir möchten gern, dass jedes Kind, das eine diagnostizierte LRS hat, auch in den Kurs geht. Aber wenn der ungünstig liegt, weil zum Beispiel ein Fußballtraining oder etwas anderes wichtig ist, dann kann man sich aus diesem Kurs auch abmelden. Aber von den Klassen 5 bis 7 haben wir pro Woche eine LRS-Förderstunde. Ja, dann wird gefragt, ob der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin viele Fächer in der Klasse unterrichtet oder öfter ein Lehrerwechsel ist. Wir versuchen schon in der 5. Klasse gerade den Anschluss an die Grundschule gut zu gestalten und schauen, dass die Klassleiter da möglichst viele Fächer unterrichten, also viele Stunden drin sind. Je nach Fächerkombination geht es bis zu 12 Stunden, dass der gleiche Lehrer in der Klasse ist. Wir versuchen da, das möglichst zu tun. Ja, das ist unser Bestreben, dass die
persönliche Beziehung zwischen Kind und Lehrkraft aufgebaut werden kann und auch möglichst zwischen der 5. und 6. Klasse nicht unterbrochen wird, dass wenigstens die Kernfachlehrer dann auch in dieser Klasse bleiben. Dann gehe ich zur nächsten Frage über. Wenn mein Kind die reguläre 5. Klasse besucht, besteht die Möglichkeit, 1-2 Nachmittage Betreuung in der Schule inklusive Mittagessen zu buchen. Keine OGTS, keine Technikklasse. Dazu sage ich nein, das geht nicht, denn wir brauchen ja eine Aufsichtspflicht. Und von daher muss das Kind in der OGTS regulär angemeldet werden, dann wird es betreut. Die Mensa hat geöffnet und ein Kind, das nicht in der OGTS ist, kann trotzdem nach der Schule hier essen, muss sich einen Bon kaufen, damit es auch sichergestellt ist, dass die Mahlzeit da ist und kann dann nach dem Essen in der Mensa nach Hause gehen. Also das Mittagessen können wir anbieten, aber die individuelle Betreuung, das geht nicht, weil eben in der Schule sein auch mit Aufsichtspflicht verbunden ist und das kann man jetzt nicht zusätzlich zur OGTS noch schultern, aber Sie können Kontakt aufnehmen mit uns und dann können wir Ihnen die Beziehung zur OGTS gut vermitteln. Ja, dann finden später in der Realschule auch Berufspraktika statt. Ja, also zu den Praktika darf ich was sagen, weil das eingebunden ist in unseren großen Berufswahlunterricht. Wir sind eine Realschule mit Berufswahlsiegel. Das heißt, wir sind ausgezeichnet worden, dass wir eine intensive Begleitung der Kinder und Jugendlichen hin zum richtigen Beruf machen. Und das geht natürlich nur übers Praktikum. Wir bieten am Ende der 8. Klasse schon ein freiwilliges Praktikum an. In der 9. Klasse gibt es ein verpflichtendes Praktikum. Die Schüler suchen sich also während der Schulzeit ihren Praktikumsplatz. Die Schule begleitet und bereitet auf das Praktikum vor und es wird auch das Praktikum nachbereitet, dass die Schüler erzählen können, wie es ihnen im Praktikum erging. Und wenn sie in den Ferien dann noch zusätzliche Praktika buchen wollen, so sind die Privatsache. Aber wir geben ihnen auch Hilfestellung, wie sie ihren Sohn oder ihre Tochter für dieses Praktikum dann auch gut versichern können. Und wir sind auch behilflich, eine Praktikumsstelle zu finden, wenn das allein nicht gelingt. Und das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen. Ein kleines Schnuppern in einen Beruf, das ermöglichen wir auch durch Vorträge, indem wir Fachleute an die Schule holen, die einer Klasse zum Beispiel den Beruf der Bankkauffrau des Bankkaufmanns erklären. Oder wir gehen mit Schülern statt eines Wandertags oder statt eines Projekttages in einen Betrieb und erkunden diesen Betrieb. Und es ist immer dort auch mit einem richtig praktischen Hineinschnuppern verbunden. Also ich habe schon öfter mit Klassenbetriebe besucht, wo dann Schüler auch einen Schutzanzug bekommen und etwas machen dürfen unter Anleitung, unter Aufsicht. Das ist höchst interessant und das ist ganz, ganz wichtig. Wir bieten an unserer Schule auch etwas ganz Spezielles an, was es nicht oft gibt, und zwar ein Langzeitpraktikum. Das fängt man in der 9. an, schließt in der 10. ab. Und es ist wie so eine kleine Lehre während der Schulzeit, dass man nämlich jede Woche einen Nachmittag im Betrieb verbringt und dann in den Ferien öfter ein Blockpraktikum macht und am Schluss eine Arbeit schreibt über ein Projekt, das man in diesem Betrieb durchgeführt hat. Da sind wir unseren Kooperationspartnern, wir haben drei starke Firmen als Kooperationspartner, sind wir sehr dankbar, dass sie Plätze für solche Langzeitpraktika zur Verfügung stellen. Und bislang haben wir auch wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Natürlich ist es nicht etwas für jedes junge Mädchen und jeden jungen Mann, denn der Zeitaufwand fürs Langzeitpraktikum ist schon erheblich und daneben hat man die Schule zu absolvieren. Aber für diejenigen, die das gemacht haben, ist es sehr gewinnbringend. Und wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen, die anderen Praktika in der 8. und 9. Klasse, die werden bei uns von der Schule organisiert und sind während der Schulzeit.
Ja, dann wird gefragt, ob noch vor den Sommerferien ein Kennenlernnachmittag angeboten wird, damit für die Kinder am ersten Schultag nicht alles neu ist. Das haben wir wieder vor, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Gerade weil leider auch wieder pandemiebedingt der Tag der offenen Tür ausfallen muss, werden wir so einen Kennenlernnachmittag anbieten, dass sich dann das eine Klasse eingeladen wird, das Schulhaus erkundet wird, das Klassenzimmer vielleicht schon feststeht, dass man da schon rein kann, vielleicht auch schon die Klassenleiterin oder der Klassenleiter da ist und dann die zukünftigen Fünfklässler, Klässlerinnen begrüßen kann. Das wird sicher sein. Dazu haben wir letztes Jahr per Post eingeladen, also einen Einladungsbrief verschickt. Und an diesem Nachmittag sind die Eltern auch in die Schule eingeladen, bekommen eine Schulhausführung. Im Sommer wird es wieder gehen. Und wenn wir den Tag der offenen Tür jetzt nicht wie gewohnt durchführen können, so wollen wir wenigstens kleine Führungen durchs Haus machen. Aber dazu sagen wir dann am Ende unserer Fragerunde etwas. Bei diesem Kennenlernnachmittag bekommt auch jedes Kind ein Büchlein in die Hand gedrückt. Wir nennen das den sogenannten Leitfaden für die fünften Klassen. Und dabei wird dann alles erklärt, was man für den ersten Schultag braucht, was mitzunehmen ist. Da können wir dann auch schon eine Liste anbieten, was an Heften und dergleichen gekauft werden soll. Also wir werden Sie gut auf den ersten Schultag einstimmen. Dann hat man in der fünften Klasse schon Nachmittagsunterricht? Wenn ja, wie lange? Ganz klar, ein Nein in der Regelklasse. Also wir kommen in der fünften und sechsten Klasse an der Realschule ohne Nachmittagsunterricht aus, wenn Sie für Ihr Kind die Regelklasse wählen. Wer die Technikklasse wählt, hat zwei Nachmittage bis 16 Uhr, aber mit einem schön abgestimmten Programm. Und sodass die Kinder dann auch am Nachmittag erholt sind von der Mittagspause und vom Kreativprogramm, wieder Unterricht machen können. Das geht dann bis 16 Uhr und danach ist Freizeit. Aber die Regelklasse hat keinen Nachmittagsunterricht. Es sei denn, ein Kind wählt einen der vielen Wahlkurse. Wahlunterricht ist natürlich freiwillig und hat mit dem Pflichtschulunterricht nichts zu tun. Und wir raten auch den Fünftklässlern nicht zu viel Wahlfächer zu belegen. Also eins würde reichen. Erstmal in die Schule reinschnuppern und ankommen. Und danach sieht man schon, wie viele Kapazitäten noch für den Nachmittag frei sind. So, wie wichtig ist eine Voranmeldung? Welche Vorteile gibt es da? Vorteile gibt es keine, sie ist absolut nötig, die Voranmeldung. Für uns gibt es Vorteile. Die Verwaltung kann nämlich schon alles vorbereiten, wenn dann die echte Anmeldung kommt. Die Voranmeldung läuft schon. Ich habe das Blatt auch noch mal mitgebracht, aber ich sehe auch, es wird jetzt eingeblendet hinter mir. Und diese Voranmeldung, die ist wichtig, weil wir sehr, sehr viel an Schriftlichem vorbereiten müssen, wenn dann die richtige Anmeldung kommt. Und die richtige Anmeldung geht dann viel schneller, wenn Sie mit den ausgefüllten Unterlagen und dem Übertrittszeugnis zu uns kommen. Da sagen wir dann am Ende unserer Fragestunde noch ein bisschen was dazu. Dann klappt es wie am Schnürchen und deswegen bitten wir herzlich um eine Voranmeldung. Wir haben auch schon etliche Voranmeldungen, die bei uns an der Realschule eingegangen sind. Und die werden wirklich tagesaktuell, so wie sie eingegangen sind, bearbeitet. Sie bekommen als Eltern dann eine Bestätigung, einen Brief von uns, dass die Voranmeldung vorliegt, dass Ihr Kind vorangemeldet ist. Und Anfang April bekommen Sie dann eine umfangreiche Mappe zugeschickt, eben mit all diesen Schriftstücken, die wir vorbereiten, die Sie dann zu unterzeichnen haben, die Sie zu lesen haben. Und dann kommt die richtige Anmeldung. Also deswegen bitten wir herzlich um die Voranmeldung. Dann noch die Frage, wird zum Beispiel Robotik in der fünften Klasse als Wahlfach angeboten? Ja, wird es. Also wenn man nicht in die Technikklasse geht, heißt es nicht, dass man
eben nicht Robotik machen kann. Es ist ein Wahlfach schon ab der 5. Klasse. Im IT-Unterricht kommt es ja auch dann schon ein bisschen vor. Aber in dem Wahlfach geht es natürlich weiter. Hoffentlich gibt es auch bald wieder den Robotikwettbewerb. Da wird dann gezielt darauf hingearbeitet, dass die Roboter eben bestimmte Anforderungen erfüllen, bestimmte Parcours durchlaufen und Aufgaben absolvieren. Das ist immer eine schöne, spannende Sache. Ja, die nächste Frage, was gibt es an Wahlfächern am Nachmittag? Sehr, sehr viel. Wir haben ein großes Angebot, weil wir die Wahlfächer meistens mit dem Gymnasium kombinieren können. Dadurch ist die Auswahl größer und sie reicht von A wie Aquarien einrichten und pflegen, bis zu Volleyball und Sportarten. Und da kriegen Sie von uns am ersten Schultag ein Rundschreiben, welche Wahlfächer in dem kommenden Schuljahr angeboten werden. Für die Fünftklässler gibt es auch schon Marionettenbühne, wo man reinschnuppern kann. Und Kochen ist beliebt, also jede Menge. So, dann das haben wir genau, schon beantwortet. Haben wir vorher noch eine Frage reinbekommen. Mein Kind ist nicht katholisch, kann es trotzdem an die katholische Schule kommen? Ja, denn in Mindelheim gibt es an weiterführenden Schulen nur die Schulwerksschulen. Und wir sind also die Schulstadt Mindelheim und das Schulwerk der Diözese Augsburg sind fest miteinander verbunden. Wir haben die katholische Realschule am Maristenkolleg, die katholische Realschule Maria Watt und das katholische Gymnasium Maristenkolleg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur eine katholische private Schule sind, sondern alle Schüler aufnehmen dürfen. Egal, ob sie katholisch, evangelisch, bekenntnislos oder einer anderen Religionsgruppe angehören. Wir können Religion katholisch, Religion evangelisch und Ethik unterrichten. Und Ethik ist auch ein Vorrückungsfach, so wie die Religionslehre in den anderen Fächern. Also ein klares Ja. Dann, wie groß ist eine 5. Klasse? Das kommt auf die Anmeldung an. Ja. Wir hatten also in diesem Schuljahr günstige Zahl, 25 oder 26 Kinder in einer Klasse, weil es halt gerade so rausging, dass wir 4 Eingangsklassen bilden konnten. In einem anderen Jahr, wenn wir jetzt weniger Anmeldungen hätten und es wären 93, dann wären natürlich 31 Kinder in der Klasse. Das liegt an den Anmeldezahlen. Aber Sie erfahren die Klassenstärke dann auch sehr bald nach der Anmeldung, wenn wir zu diesem Schnuppernachmittag für die Kinder und die Eltern einladen. Da steht dann auch schon die Klassenstärke fest. Gibt es die Möglichkeit, das Schulhaus vor der Anmeldung zu besichtigen? Ja, das werden wir machen. Sie haben die Möglichkeit, einen Termin zu buchen für eine kleine, nahezu private Schulhausführung. Dann 1-2 Familien werden durchs Schulhaus geführt. Rufen Sie im Sekretariat an, da werden wir dann eine Terminliste haben und Sie vereinbaren einen Termin. Und Frau Schmölz, ich, noch Mitglieder, Mitarbeiter werden Sie dann führen. Haben wir letztes Jahr, war ja auch schon Pandemiezeit, letztes Jahr angeboten und es wurde ganz gut nachgefragt. Natürlich werden diese Führungen durchs Schulhaus etwas kürzer sein. Am Tag der offenen Tür kann man schon mal 2-3 Stunden durchs Haus gehen und dann ist auch viel geboten an Programm. Es wird halt eine ganz normale Schulhausführung sein. Man zeigt paar Räume wie die Sporthalle, die Pausenhalle und ein Klassenzimmer und die Werkräume und die Mensa. Aber auf jeden Fall ist die Schule zu sehen, von innen auch zu sehen. Gibt es den 3D-Druck aus der Technikklasse auch als Wahlfach am Nachmittag? Ja, ganz klares Ja. Den gebe ich nämlich zurzeit. Ab der 5. Klasse
können die Schülerinnen und Schüler schon in den Wahlkurs gehen, bis zur 10. Ja. Dann noch meine Frage an die Regie. Gibt es noch weitere Fragen? Wir sehen hier vorne keine mehr. Gut. Wenn im Nachgang an diese Sendung noch Fragen auftauchen, wie gesagt, rufen Sie uns in der Schule an, schreiben Sie eine E-Mail. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Fragen beantworten. Schule ist Beziehungsarbeit. Schule schafft Bindung und Schule braucht Vertrauen. Damit Sie uns Ihr Kind anvertrauen können, müssen Sie uns kennenlernen und wir müssen zeigen, wer wir sind und was wir tun. Dies sollte heute diese Sendung in erster Linie erreichen. Ja, so eine erste Beziehung, einen ersten Kontakt herzustellen zwischen Ihnen, sehr geehrten Eltern, und euch, liebe Kinder, die ihr jetzt in der 4. Klasse seid und überlegt, welche weiterführende Schule ihr im September besuchen wollt. Wenn Sie noch ein bisschen Informationsmaterial haben möchten, dann können Sie auf jeden Fall bei uns diese Informationsmappe anfordern. Dort sind Flyer drin und Blätter mit Informationen, die schicken wir Ihnen zu. Sie brauchen in der Schule nur eine Adresse hinterlassen, dann kommt das per Post. Sie können auch eine E-Mail schreiben über unsere Homepage und damit diese Infomappe anfordern. Wenn wir eine Adresse haben, dann schicken wir sie zu. Falls Sie die Sendung, die jetzt dann bald zu Ende geht, nochmals anschauen wollen oder Sie jemandem empfehlen wollen, der heute Abend nicht live dabei sein konnte, so wird sie ab morgen auf der Homepage des Maristenkollegs zu sehen sein. Ja, wenn wir jetzt am Ende unserer Fragerunde sind, dann möchte ich es aber nicht versäumen, meinen ganz, ganz herzlichen Dank auszusprechen. Und zwar zunächst einmal dem Team der Firma Quiz, die uns heute ermöglicht hat, hier im Studio zu sein in Augsburg und die Realschule des Maristenkollegs Mindelheim vorzustellen. Dann danke ich ganz herzlich Herrn Kosak, dem Leiter des Schulwerks der Diözese, der diese Live-Events ermöglicht hat. Allen Kollegen und Kolleginnen und Schülerinnen und Schülern, die mitgewirkt haben an unserem Film, der sie ein bisschen über unsere Schule informiert hat. Ich danke auch dem Elternbeirat für den Beitrag in unserem Schulfilm, Herrn Pfaus und Herrn Enders, die den Film gemacht haben. Herr Pfaus hat den Film dann auch geschnitten und für uns für heute präsentationsfertig gemacht. Und ich darf ganz herzlich danken in der Regie den beiden Herren, Herrn Enders und Herr Wenger, die die Fragen im Chat beantwortet haben und sie uns weitergeleitet haben. Das war wirklich eine ganz, ganz gute und hilfreiche Unterstützung. Und dann darf ich mich natürlich bei meiner Kollegin, Frau Nicole Hofmann, bedanken, die heute zusammen mit mir ihre Fragen beantwortet hat und dieses Live-Event mit vorbereitet hat. Ja, und nun geht's ans Verabschieden, ans Abschiednehmen. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Eltern, ganz herzlich für das große Interesse. Wir haben Zahlen gesehen, dass es heute sehr, sehr intensive Teilnahme an unserem Live-Event gab, dass es ein großes Interesse gab. Und dafür möchte ich ganz, ganz herzlich danken. Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern und den Kindern, einen guten Entscheidungsverlauf bei der Wahl der weiterführenden Schule für Ihr Kind. Wir an der Realschule des Maristenkollegs in Mindelheim stehen weiterhin für pädagogische Beratungsgespräche und die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.
Und euch, liebe Kinder, darf ich jetzt auch etwas wünschen. Zunächst einmal eine schöne Faschingszeit bis zum Faschingsdienstag. Habt Spaß und Freude und genießt den Fasching. Danach auch noch die Frühjahrsferien. Und wenn die Ferien vorbei sind, dann wünsche ich euch noch eine schöne und spannende Grundschulzeit. Und Ihnen und euch allen alles, alles Gute. Bleibt ihr gesund und auf Wiedersehen. Wiedersehen.